Das ist das erste Update-Video von dieser Wohnung und ich glaube, ihr seht jetzt schon einen gewaltigen Unterschied. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus meiner Wohnung. Ihr seht schon im Hintergrund, hier ist alles kalt. Das ist jetzt nicht in jedem Raum, aber ich möchte euch heute einfach mal zeigen, was nach 1,5 Monaten Arbeiten so passiert ist. Und das ist schon sehr krass für euch vor allem, weil ihr könnt jetzt sehen, vor 2 Wochen habe ich ja das Video hochgeladen, wie hier noch alles voll mit Gerümpel war. Und heute kommt ein Video, da ist fast alles leer. Also die Möbel sind schon mal alle raus. Ein paar Sachen, also der Müll steht noch ein bisschen rum, weil der muss jetzt nach und nach in den schwarzen Tonnen entsorgt werden. Und dann ist das hier alles richtig schön ordentlich. Ja, ich befinde mich gerade im Schlafzimmer. Ich weiß nicht, ob ihr das noch richtig erkennt. Hier stand ja vorher das Bett und da hinten der Nachttisch oder beziehungsweise der Tisch mit dem Spiegel. Und das ist jetzt alles raus. Auch der Teppichboden ist schon mal raus. Da hatten wir auch eine kleine Überraschung gehabt. Da hatten wir einmal den Teppichboden und einmal noch Laminat drin oder PVC-Boden drin. Und das habe ich auch alles jetzt gestern rausgeschnitten. Es gibt auch eine schlechte Nachricht, aber die spreche ich später im Video einmal an. Auch die Decke zum Beispiel ist komplett runter. Da seht ihr jetzt auch mal, die Decke war eigentlich sehr schön. Hier seht ihr das, die Decke war dazwischen eigentlich sehr schön, bis dieser Styropor dazwischen kam. Und durch das Styropor ist halt da die ganze Decke jetzt versaut, weil halt alles darauf geklebt wurde. Die Tapete habe ich auch schon alles abgerissen und dazu kommen wir später im Video. Hier habt ihr jetzt auch nochmal einen Rundumblick von dem Schlafzimmer. Wie gesagt, der Boden ist komplett raus, die Tapete ist komplett raus und die Decke auch. Und ja, der Raum ist schon mal komplett leer. Dann geht es hier rüber auch ins Badezimmer. Hier seht ihr auch schon, die Fliesen sind raus. Ich habe ja eigentlich gesagt, die bleiben da. Aber wir haben uns dagegen entschieden, weil die gingen so einfach raus. Und da dachten wir, dann machen wir die komplett alle raus, machen alles neu, bevor wir da irgendwas dahin wurschteln. Dann hat man noch halb alt und halb neu. Das ist auch nichts Gutes. Die Decke haben wir uns auch entschieden, die kommt raus, aber das war ja auch im letzten Video schon so festgelegt worden. Und da habe ich jetzt erstmal gelassen, damit wir hier noch ein bisschen Licht zum Arbeiten haben. Auch die Duschwanne ist komplett draußen. Und das Schöne ist hier, dass wir einen ganz sauberen Boden haben. Also da können wir dann auf jeden Fall diese Wanne, die wir am Ende haben wollen, da reinmachen. Da hing das Abflussrohr, das stört noch ein bisschen, weil das soll ja eine bodentiefe Wanne werden. Und deswegen muss der raus. Der wird hier hinten neu gebohrt und geht einmal dann hierher, zack, zu der Toilette, zu der Ecktoilette. Da ist aktuell noch das Rohr, was von dem Abfluss von der Toilette war. Das kommt jetzt hier rüber und da kommt dann eine Ecktoilette hin. Da haben wir auch noch mal die Heizungsrohre ausgebaut, das sind alles Eisenrohre. Und die werden einmal abgeschnitten, Stopfen drauf gemacht und dann wird eine neue Heizung hier rüber an diese Wand hier gemacht. Ja, also hier sieht man auch schon mal einen sehr krassen Unterschied, was hier eigentlich alles so passiert ist. Da bin ich auch sehr stolz drauf, wie weit wir jetzt eigentlich schon sind. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ins Waschzimmer und da sind wir eigentlich an sich durch. Da werden nur noch ein paar Sachen gerückt, aber jetzt die Wände sind schon mal fertig gemacht. So, und jetzt seht ihr schon, steht hier ein Schrank. Der stand zwar auch schon vorher da, aber das sind jetzt nur noch 2 Schränke, vorher waren es 3. Ist so schöner. Das Zeug da drin kommt nochmal alles, wenn wir fertig sind mit dem Bauen, raus und dann wieder neues Zeug einsortiert. Dann geht es hier rum, da ist einmal die Waschmaschine, ein Waschbecken und hier nochmal das Regal, das kommt auch noch an die Wand dran und einmal der Tisch. Das größte Update ist jetzt der Schrank, der hier steht, der war ja vorher im Schlafzimmer drin, den haben wir jetzt aber jetzt hier reingepackt, damit wir da das ganze Zeug aus dem Wohnzimmer reinpacken können an Werkzeug. Ihr wisst ja noch, da oben das Loch, das war ja alles kaputt und auch dreckig und war halt nicht so schön. Und jetzt sieht man halt davon gar nichts mehr. Und das finde ich halt auch richtig cool. Ich habe die ganze Wand hier durchgestrichen, nochmal komplett rum. Und es sieht jetzt alles sehr ordentlich aus, finde ich. Und ja, jetzt haben wir das so gemacht, dass hier der Gefrierschrank ist. Da sind noch so ein paar Sachen, die halt nicht in den Schrank reingepasst haben. Dann gibt es noch eine Sache, die wir hier gemacht haben. Und das ist hier, das sind einmal die Heizungsrohre und Warmwasser. Da haben wir einmal die Rück- und Zuleitung, haben wir 2 Freistromventile gemacht, damit wir, wenn wir hier die neue Heizung für mein Badezimmer verlegen,
einmal abstellen können und nicht das ganze Haus wieder leerlaufen lassen müssen. Dann ist nur dieser Teil hier weg und die zwei Etagen nach oben, wo halt nur die Badezimmer drin sind, die muss man dann halt nochmal entlüften. Ja, das war's an sich vom Waschzimmer. Wir gehen jetzt einfach weiter zum Wohnzimmer. Das ist das größte, die größte Veränderung vom Aussehen her. Der Teppichboden und die Tapete ist noch drinne, aber der Raum ist komplett leer. Das ist richtig cool, das freut mich richtig. Wir haben hier so lange dran geguckt, was noch behalten wird und was nicht. Das alles, was behalten wird, wird hinten in den Schrank gepackt und der Rest ist halt leider in die Mülltonne gekommen. Aber jetzt haben wir hier einen richtig schönen leeren Raum und der muss halt jetzt mal komplett renoviert werden. Hier ist noch mal ein bisschen Elektromüll, der kommt noch bald weg. Dann ist hier einmal das Wohnzimmer komplett leer, liegt halt noch ein bisschen Müll. Hier sind noch Leisten und Schrauben und alles liegt hier auf dem Boden. Da ist der Blick nach draußen. Und da geht es dann in die Küche rein. Die Küche sieht jetzt so aus. Hier habe ich jetzt den ganzen Müll erstmal hingelegt. Oder das ist jetzt kein Müll natürlich, das auch nicht. Aber wie jetzt hier das hier, das ist die Decke vom Badezimmer. Und hier das hier ist alles Müll. Das kommt nach und nach in die schwarze Tonne rein. Und ja, hier habe ich gestern auch die Decke wieder weggemacht. Und die Leisten sind auch an den Wänden weg. Das sieht man jetzt schlecht, ist halt wieder alles voll. Aber so sieht jetzt erstmal die Küche aus. Da freue ich mich auch sehr drauf, wenn ich hier den Tisch habe, da den Schrank und hier schöne Küche mit dem Herd, Kühlschrank und alles. Da freue ich mich drauf. Ach so, hier im Wohnzimmer habe ich jetzt vergessen zu zeigen. Hier habe ich auch angefangen, den Teppichboden rauszumachen. Der sieht hier so drunter aus. Da ist das Schöne, hier habe ich keinen anderen Boden noch drin, sondern direkt Beton. Da gucke ich mal, ob ich das alles hier nochmal abkratze, dass das so schön aussieht wie da. Und dann kommt hier auch schöner Boden rein. Ich kann euch auch einfach mal zeigen, was für ein Boden und was für eine Decke hier in die Wohnung reinkommt. Und dafür gehen wir jetzt einfach mal in den Heizungsraum. So, hier bin ich jetzt im Heizungsraum. Hier ist nicht so viel. Hier sind zum Beispiel noch ein paar Dachlatten, die kommen halt an die Decke ran. Und hier ist der Boden und die Decke, also richtig viel Material. Da zeige ich euch jetzt einfach mal, was so für einen Boden gibt. Also der Boden, das ist so einer hier, der sieht einmal so aus. Der ist halt grau mit so, in so einer Holzoptik und die Decke, die ist komplett weiß. Das ist auch so ein glänzendes Weiß. Ja, ich hatte ja vorgehabt, dass die Wohnung so gut wie es geht hell bleibt, weil vorher war es komplett dunkel und es war überhaupt nicht schön. Und jetzt haben wir halt einen hellen Boden mit einer sehr hellen Decke hier. Gut, das waren die positiven Nachrichten von der Wohnung. Nur es gibt auch einen Punkt, der ist nicht so schön. Und das ist, dass wir hier in der Wohnung sehr viel Schimmel haben. Also das sind Sachen, die hatten wir schon ein bisschen geahnt vorher, aber dass sie so extrem sind, haben wir nicht gedacht. Und ihr seht das auch jetzt schon hier im Hintergrund. Da ist alles bröckelig und es ist alles geschimmelt, genauso wie die Decken da oben. Da zeige ich euch jetzt auch gleich nochmal die extremen Stellen. Auch wenn ich diese Wohnung jetzt nicht gewollt hätte und nicht hier eingezogen wäre, hätte das irgendwann gemacht werden müssen. Ja, also wie gesagt, hier in der Ecke ist einmal sehr extrem. Hier sieht man, wie alles nacheinander abbröckelt. Da und da ist auch Schimmel. Also das sieht man eindeutig. Und wenn man jetzt mal hier die Wand hochschaut, sieht man da auch alles voll mit Schimmel. Das ist nicht die einzige Ecke, das ist eigentlich die ganze Außenwand, die ist komplett geschimmelt. Hier hinter ist das auch und hier bröckelt auch alles ab. Das geht alles nur bis zu der einen Schicht und dann ist es weg. Und das geht durch die ganze Wand durch. So, und das ist dann eigentlich in jeder Ecke. Hier ist die Außenwand. Hier ist eine Außenwand, da ist es geschimmelt. Und was auch noch da ist, ist hier. Und da ist eigentlich keine Außenwand, sondern das kommt von unten nach oben hoch, das Feuchte. Und dagegen muss etwas unternommen werden. Das ist nicht nur hier im Wohnzimmer, sondern in der Küche, im Schlafzimmer und im Badezimmer. Das muss alles noch mal gemacht werden. Und da haben wir aber auch schon eine Lösung für. So, die Lösung ist dann, dass eine Firma kommt, die das Ganze für uns übernimmt. Also das ist jetzt eine Sache, die wird für uns einfach viel zu viel. Wir können nicht hier alles nochmal neu machen.
denn diese Firma verputzt das Ganze neu. Der Verputz ist aber nicht einfach mal gerade die Löcher stopfen und den Schimmel abmachen und wieder neu, sondern einmal komplett alles schimmelfrei machen und auch so machen, dass kein Schimmel wieder neu kommt. Hier kommt eine Firma, die macht das innerhalb von 2 Wochen, keine Ahnung wie lange die brauchen, kann auch 1 Woche sein, kann 2 Wochen, kann auch 3 Wochen sein. Die verputzt das alles und das sieht am Ende aus wie eine richtige Tapete. Also es ist dann ein Strukturputz, da ist dann eine Struktur drinne. Und dann kann man sich das so einfärben oder so streichen, wie man es möchte. Und dann sieht das Ganze hier richtig cool aus. Also ich hatte erst gedacht, oh, alles verputzen. Dann sehen die Wände komplett weiß aus. Das ist nicht so cool, dann ist das hier nicht so gemütlich. Aber wenn hier ein richtiger Strukturputz reinkommt, hier ein bisschen Farbe in den Raum kommt, eine helle Farbe, dann wird das, glaube ich, richtig schön. Das Gute ist, die kommen schon im Februar, März oder April, also in dem Zeitraum ungefähr. Das heißt für uns, wir haben jetzt noch einiges vor. Das heißt einmal die ganzen Kanäle bzw. Abwasserrohre, Wasserleitungen, dann die Heizungsrohre, Stromkabel, Internetkabel, Fernsehkabel, die müssen alle verlegt werden. Dafür muss die Wand aufgestemmt werden. Da muss alles, was mit Schimmel befallen ist, einmal grundiert werden mit einer Farbe oder mit einem Lack, dass der Schimmel wegkommt, dann wieder abgemacht werden. Dann können wir schon die Decke fertig machen. Das heißt, wir können einmal die Lappen dran machen. Die Decke selber, also die Paneele, die kommen dann später erst dran, wenn natürlich die Wände alles fertig ist, dann wird auch nichts eingesaut. Und dann nur noch der Boden und die Türen, Heizkörper und dann sind wir an sich durch. Also ich hoffe es mal. Das heißt, im Mai vielleicht kann ich vielleicht schon in dieser Wohnung hier sein, muss man mal gucken. Ich habe auch noch die Prüfung dann vor mir. Das wird auf jeden Fall eine sehr coole Sache, ist natürlich nochmal ein bisschen teurer geworden, aber es gehört jetzt halt einfach dazu, man macht es einmal richtig und dann ist es gut. Und das finde ich halt so cool, dass man jetzt ein Ziel vor Augen hat, dass man halt sieht, okay, im Februar oder März, wenn halt der Termin irgendwann feststeht, müssen wir hiermit durch sein. Und da sieht man dann auch, okay, wir haben jetzt was vor uns und wir machen das jetzt. Und das finde ich richtig cool. Gut, dann würde ich sagen, war es das von dem heutigen Video. Wir sehen uns nächste Woche zu einem weiteren Video. Mir fällt jetzt ein, wenn das Video online ist, haben wir einfach schon den ersten Advent. Euch eine schöne Adventszeit. Tschüss.